Ja, so windige Vorhangstangen, das ist schon ein Klump, wo die Welt nicht braucht. Ja, wieder mal eine Ware, die war einfach. Ja, jedes Mal rieche ich mir wieder aufs Neue auf. Na, wenn du das hinpappst, weil ich auch zum Pappen. Zum Schrauben gibt es auch, aber ich werde doch nicht in meine Fenster ein Schrauben jagen. Dann pappst du das hin, das windige Klump. Für 2,50 Mark. 2,50 Mark kostet auch nehmen und in den Bach schmeißen oder in Brunnen in Rom. Das ist dasselbe. Das ist doch. Ja, nichts geht herum, aber passt schon. Ne? Kaufst du so ein Ding, pappst das hin, alle 14 Tage fliegt es runter. Ja, sitzt nichts da noch. Weil Vorhangstange auf wie zum Picken. Ne? Und jetzt haben wir gedacht, na, jetzt ist Ende. Ich brauche eine andere Lösung. Und so haben wir mal hingeguckt und haben überlegt, was man da machen kann. So, und das ist dabei rausgekommen. Und jetzt nehme ich euch mit, weil ich das drum baut. Und ich hoffe, der eine oder andere kann es brauchen, dass die Vorhangstangen nicht mehr verkauft werden. Das windige Zeug für einen Mackel 50 oder 2,50. Weil dann irgendwann kommen sie, verkaufen sie es nicht mehr. Und dann haben wir es geschafft. Miteinander. Also. Bitteschön, schaut euch das Video an, baut es den nach, reißt euch eine Gruppe den Vorhangstangen runter, da, das zeigt da und kauft so ein windiges Klump mehr, dann hört sich das Ganze auf. Jawohl. So, also, ran ans Werk. Vorhangstangen. Jawohl. Auf alle Fall soll die Vorhangstange mal rund werden, ne? Das ist klar. Aber wie bringe ich jetzt so ein eckiges Kantwitzel da? Ja, das ist eine wunderbare Ischen. Jetzt einmal, nehmen wir uns jetzt einmal ganz kurz Zeit für die Ischen da. Wow! Die glänzt direkt, da ist kurze Spiegel drin. Habe ich schon gekoppelt, habe ich schon angerichtet. Ja, winklig. Das müsst ihr eigentlich schon hören. Jawohl, weiter! Und zwar brauchen wir Rundstabler für die Vorhangstangen. Ja, kostet so ein Kaffee oder kostet so Rundstangen selber machen. Das Holz habe ich. Aber wie bringe ich jetzt aus so einem Kanthützel eine Rundstange raus? Das ist die Frage. Nicht? Und da habe ich mir Gedanken gemacht, ich habe ein bisschen einen Plan gemacht. Aller Anfang ist die Eschen. Die Eschen ist Grundlage für die Vorrichtung. Und die Vorrichtung ist für tischkreisig. Jawohl. Also, greifen wir mal an. Anrichten, ausholen, dass wir da das Holz haben, dass wir das zusammenschrauben können und so weiter und so fort. Aber ich, wie gesagt, ich nehme euch mit, ich zeige es euch, die wir weiter hobeln. Jawohl! So, also das große drum ist jetzt einmal ausgehobelt, so ist angerichtet. Den muss dann noch dicken hobeln und jetzt sind wir raufgefahren in meinem Plan. Wunderbar, wieder mal, ja, wieder mal. Aber man denkt, ich mache das als Arm, so ein Prickel. Holz außer, ne? Aber ich habe natürlich da zwei Dicken, die ich brauche. Ja, vom Holz. Einmal brauche ich da ein Dreier, 3 cm, 30 mm und einmal brauche ich da 4,5. So, jetzt geht es natürlich wiederum nicht aus dem einen Ding raus. Ne? Weil da werde ich jetzt da ein Dreier raus machen, weil das ist ein Vierer lang gewesen. Jetzt mache ich da die drei dick die Hützel raus für die Vorrichtung. Und dann brauche ich aber nur was mit 4,5 dicken. Jo. Ja. Ich habe jetzt keine Lust, dass ich da einen neuen Lohn nehme. Jetzt ist mir gerade was gekommen. Hutschel, pass auf. Jetzt pass auf da. Hutschel, was ist denn das da? Das ist eigentlich ein. Das ist auch Eschen da. Das ist ein Eschen. Ja, Eschen. Ja. Und das da
So, Eschen, Flali. Du, pass auf. Viel brauche ich von dem 4,5 dick. Dick Holz nicht. Das mache ich aus so einem Holzscheit lassen. Warum nicht? Holz ist Holz, nicht? Jetzt kann ich mir das aussuchen. Entweder ich nehme jetzt das da oder ich nehme das da hier. Stehende Jahresringe haben alle zwei. Ja, gut, da auch. Ne? Schauen wir mal, ob das da oder noch 4,5 hat. Ob es da schon wieder knapp wird. Da. Der wird schon wieder knapp. Ob da hier hinten da es genau. Da kommen wir aber in Splint mehr aus. Das ist jetzt auch nichts. War ein schöner Kern drin, der hält am meisten her, aber gut. Naja, das ist jetzt nicht das Wahre. Das da oder vielleicht eher. Schauen wir mal, da, ja, da bringen wir es doch raus. 5 auf 4,5. Wunderbar. Alle, nehmen wir her. Ist-mäßig schaut es da auch gut aus. Ist nichts drin. Jo. No, braucht man nicht was anderes hernehmen. Nehmen wir das Holzscheitel noch. Dann richten wir das Holzscheitel noch. Hobeln wir das noch aus. Und noch. Muss ja das gelangen. Oh. No, God! No, God, please, no! 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 Ja, Wahnsinn, du. Einige Monate später, Wahnsinn. Ja, ihr seht es am Hintergrund. Und mittlerweile haben Bam alle grey. Meine Haare sind auch länger geworden. Das Wetter ist auch besser geworden. Ja, einige Monate später. Da wird sich der Wetter denken, was ist jetzt los? Also gut, ich hör zu. So ein Rundstab, der kann dich zur Weißglut bringen. Der kann dich richtig zur Weißglut bringen. Ich hab die Vorrichtung also fertig gebaut. Ja, wunderbar. Schön. Fertig gebaut, probiert. Funktioniert nicht. Natürlich nicht. Ja, wunderbare Zeichnung gemacht. Wunderbares Holz. Eschen hat er gesehen. Ja, probiert. Funktioniert nicht. Geht gar nicht. 0,0. Also wenn man auf so einen Scheiß kommen kann, dann möchte ich bei so drei durch Arbeitszeit verholzt. So, gut. Habe ich auch schon wieder einen Monat gebraucht, dass ich mich beruhige. Und ein paar Monate habe ich dann auch gebraucht, dass mir was Neues gefallen haben lassen. So, jetzt gehe ich das Projekt nochmal. So, und habe mir jetzt Gedanken gemacht. Jetzt habe ich eine Vorrichtung gebaut. Die habe ich in kürzerer Zeit gebaut. Ist viel einfacher und funktioniert vielleicht besser. Ja, wir werden es miteinander ausprobieren. Ich zeige euch jetzt einmal die Vorrichtung, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann probieren wir es aus, ob das so also funktioniert. Genau. Also, das ist die Vorrichtung, so wie ich es mir gedacht habe. So schaut es drum aus. So. Ja, wieder für Tischkreissäge, eine Erweiterung für Tischkreissäge. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Wir werden es gleich wissen. Aber als allererstes, wie soll das Ganze funktionieren? Wie ist der Plan? Pressparplatten, ganz normale Beschichte, das war mal ein Einlegeboden, das ist nicht weiter relevant. Da habe ich drei eschene Leistel draufgeschraubt, die war ich eine T-Nut hingeschnitten habe. Auch mit der Tischkreissäge, einfach, ganz einfach, ist ja nichts. Weil bewegen das eine T-Nut, dass man da einfädeln kann und dass man da einfädeln kann, und zwar mit einem Schraubkopf. Weil ich habe da ein bewegliches drum, das kann ich da hinten schon rausziehen. Und dann habe ich da einen Schraubkopf. Umdrauf zwei Mudern zum Sichern und da ins Holz auch noch eine Muder einlassen. Warum? Weil ich einfach ein gescheites Gewind wollte. Das war schön draht, schön leicht. Ja, da muss man schön dran kommen. Genau, warum? Ganz einfach. Kann man hinten drauf schön. Zack. Dann ist das fest. Soweit, wie es halt Spül hat, dass sich das schön bewegen lässt. Und dann kann ich da hergehen und kann im Prinzip das bewegliche drum, den Reitstock, bei der Drechselbank heißt das bewegliche Teil Reitstock, glaube ich bin kein Drechsler, ich glaube das heißt Reitstock, dann sagen wir dazu Reitstock, beweglich, dann drehen wir da auch so, und zack ist das Ding nicht mehr beweglich, es bewegt sich nicht mehr, das ist bombenfest, so. Genau,
Jetzt ist es so, die zwei Sachen, einmal der bewegliche und einmal der feste Teil, die sind baugleich. So, baugleich. Das heißt, das ist genauso gebaut wie das. Das hat einen ganz einen speziellen Grund. Weil die Heichen von der Dorne, von den zwei, von dem Dorn und von dem Dorn, das soll identisch sein, weil sonst ist auch der Rundstab, wenn wir da außer, sagen wir mal, oberdrechseln, unterschiedlich. Der ist ja dann kegelförmig, aber wir wollen ja hinten und vorn gleich dick haben. Jetzt, wenn die auf unterschiedlichen Heichen sind, ist scheiße, weil dann wird er vorn schmäler, hinten breiter. Das heißt, die habe ich dann im gleichen Zug gebaut, dass das ja auf der gleichen Heichen ist. So, das heißt, das hat deren Dorn. Der ist rundgeschliffen, spitzig. Das sind Skateboardreifen in der Mitte auseinandergeschnitten. Also ein Skateboardreifen in der Mitte auseinandergeschnitten. Warum? Weil ich wollte das ganze Kugelglacher haben. Ja, schaut das so aus. Ziehen wir es oben nochmal. Weil beim Skateboardreifen haben wir Kugelglacher drin. Das heißt, da habe ich schon erstens mal die Aussparung für das Kugellacher. Und nur dazu ist der Skateboardreifen ein totes Material, so hier allebei. Das heißt, das ist ein Kunststoff, ein Plastik, ein Gummi, was weiß ich, was das ist. Und damit bewegt sich das Ding auch nicht mehr. Das heißt, wenn ich da ein Holz genommen hätte, dann hätte das Holz gewollt und geschwunden. Da wäre vielleicht das Kugellacher lacher geworden, was weiß ich. Oder ich hätte es nicht mehr rausgebracht, weil es noch gewollt. Ja. Darum wollte ich da ein totes Material und der ist mir gerade recht gekommen, weil die habe ich nur ein paar umeinander gelegt, die bin weg. Weil ich keinen Platz mehr habe in der Werkstatt. Drum ideal für das Projekt. Und zwar dauert der Dorn wieder mit der Mutter gesichert, hinten und vorn. Und das dreht sich wie die Sau. Ne? Weil Kugellacher hat natürlich Top-Sache. Da läuft nichts ein und so weiter. Top, einfach, super geil. Funktioniert schon. So, das heißt, einmal ist der, haben wir deren soweit. Ja, kann man drauf schon, passt. Wunderbar. Dann haben wir deren Teil davon. Das heißt, wir haben da dasselbe gemacht, wieder einen Skateboardreifen in der Mitte auseinandergeschnitten und dann da wieder Kugellacher reingedruckt. Ja, haben Kugellacher drin und das rennt wie die Sau. So, wieder mit Mudern gesichert und dann da vorne nicht spitzig geschliffen, sondern da vorne eine Aufnahme. Also ich habe jetzt praktisch diese so geschliffen, dass das so ein bisschen so viereckert ist. Ja, es ist einfach eine Quintstange. Viereckert geschliffen und da in der Mitte so ein bisschen, dass das so wie so ein Zaun ausschaut. Warum? Ganz einfach, weil wir da ein Vierkanthützel aufgedrucken. Ja, aufgedrucken. Und da hinten soll es einfach bloß geführt werden. Ja, da hinten soll es geführt werden und da vorne soll der Antrieb sein. Der Antrieb, der ist da. Und zwar mit einem Akkuschrauber, einer Nuss drauf, da drauf gesteckt und dann richtig Gas geben. Dann kann man da mit dem Akkuschrauber Gas geben, dann dreht sich das und dreht eigentlich dann auch das Hützel, ja, das Vierkanthützel, das lange Vierkanthützel, das wollen wir oben rund bringen wollen. Das heißt, die Idee, es ist die Idee, ob es funktioniert, keine Ahnung. Wir werden es probieren. Die Idee ist, dass das Ding oben drin wird vom Akkuschrauber mit einer Nuss und dann das Hützel praktisch wie auf einer Drechselbank umdreht. So, und das Ganze, so wie es jetzt ist, ne? So wie es jetzt ist, da habe ich noch einen Griff gebaut, dass man das gescheit halten kann, ne? Sollte man dann beim Parallelanschlag, ja, dann stimmen wir noch ein, so wie es halt passt, beim Parallelanschlag da oder vorbeigeschoben werden. Ne? Da einer, das Brett, die Brettspannplatten, da einer und dann der Viererschirm und über das Sechbladel drüber sollen die Dorne richtig zentrisch, sollen die Dorn da, sollen über die Sechbladel drüber laufen. Sechbladel dreht sich, der Akkuschrauber beschleunigt da, dann dreht sich das Hützel und dann, ja, wie soll ich sagen, drechselt eigentlich das Sechbladel das oben. Und dann soll es rund werden. So, das war jetzt die Idee von dem Ganzen. Ob das so funktioniert, das werden wir sehen. Fakt ist auf alle Fälle, wir haben schon gut dabei, weil wenn man da herschaut, ja, die haben, sieht man eigentlich recht gut, die sind sehr genau
Also die haben auf der gleichen Höhe, wie ich vorher gesagt habe, wenn man der tun und der tun, die haben auf der gleichen Höhe. Das heißt, normalerweise müsste der Rundstab schon sehr genau hinten und vorn gleich dick werden. Ob das mit dem Beschleunigen und so weiter so hinhaut, ob der da das Holz auch mitnimmt oder ob sich der irgendwo in das Holz dann frisst und dann kriege ich da auch keine Umdrehung mehr auf das Holz drauf. Werden wir alles sehen. Und ich würde sagen, so viel dazu. Sehr einfach gebaut, einfache Konstruktion, Erweiterung für Tischgrasse mit Skateboardradl. Wird funktionieren. Ich darf mal sagen, vom Bauchgefühl her, kann funktionieren. Aber wir probieren es sofort. Und zwar jetzt. Ich wollte jetzt gerade die Hützel herrichten für unsere Erweiterung für Tischkreis 6, damit wir es probieren können. Da brauche ich ja diese Vierkanthützel. Und jetzt habe ich das angekurbelt und das haben wir nicht, das muss ich jetzt so schnell aufnehmen. Schaut euch einmal dieses Holz an. Esche. Es ist unfassbar, diese Esche ist unglaublich. Das ist so ein geiles Holz. Sorry, aber das ist Holzliebe. Wahnsinn. Schaut es euch an. Ja, da ist ein Ost drin, da ist ein Ost drin. Da ist nochmal ein krasserer Ost. Schon ein Ries drin. Das macht alles nichts. Das ist Holz. Das lebt. Das ist kein totes Material, wie ich vorher gesagt habe. Das lebt. Schaut euch die Maser nochmal. Wow, das ist unglaublich. Wenn du einmal hobelst, was da rauskommt. Kontrast dazu. So schaut es vorher aus. Ja, ungehobelt. Ja, ungehobelt. Da sagt jeder, was willst du mit einem Holz? Das kannst du nicht brauchen und so weiter. Ja, hobelst das einmal, zack. Schaut so aus. Ist unglaublich, oder? Was sagt ihr jetzt? Schreibt es in die Kommentare, ey, was ihr jetzt davon haltet. Von dieser Esche. Esche ist Wahnsinn. Schaut es euch an. Weil wenn man schöne Frau anschaut, da verliebt man sie. Und genauso verliebt man sie in diese wunderschöne Esche. Wow! Genug geschwärmt, weiter geht's mit unserer Erweiterung zum Testen. Wow! Kanthürzel sind fertig. Ja, schau so aus, 3,5 auf 3,5, weil ich will einen 3er Rundstab. Und ich werde das Ganze jetzt auf die Erweiterung montiert. Und zwar folgendermaßen. So, Erweiterung habe ich soweit montiert. Vierkanthützler, schaut so aus. Hinten, wie gesagt, den beweglichen Teil soweit festgestellt. Angefangen habe ich vorne, und zwar kann ich den da aufmachen, einfach die zwei Muren oberschrauben, dann kann man den rausziehen. Dann hau ich den da oder mittig in das Vier, in das Kanthützel, ja, einfach kreizeln aus mitten und noch ein kleines Loch einbohren und noch den da reinhauen. Dann ist der weit drinnen, dann nimmt er auch richtig schön mit. Dann wieder draufstecken, Muren, die zwei wieder drauf. Und dann hinten den beweglichen Teil herfahren, die Spitze von dem Dorn da oder auch mittig, da habe ich auch ein Loch gebohrt, genauso wie vorne. Einstecken, muss nicht zu tief sein, da geht es bloß um die Führung. Und dann einen Winkel herlegen und dann winklig das da festmachen. Handfest anziehen und dann ein bisschen mit den Schlüssel mit Gefühl nachziehen. Und dann schaut das Ding so aus. Ja, dann traut sich das da brutal gut drauf eigentlich. Ja. Super. So, dann Parallelanschlag einstellen, das, wie gesagt, die zwei Dornen da drauf ganz zentrisch laufen. Wenn es jetzt nicht ganz zentrisch laufen, macht jetzt auch nicht voll aus, aber war schön, wenn das schön zentrisch da drauf läuft. Da schaut man einfach von hinten durch und dann findet man das schon raus. Und dann Parallelanschlag feststellen und dann ist das Ding eigentlich, ist der Parallelanschlag die Führung für das Bredel. So, und dann geht es weiter. Das Sechblattl eigentlich weit anstellen, nicht gleich komplett Vollgas reinlaufen, weil da haut es alles zusammen. Also ein bisschen hinarbeiten, also weit oben stellen und dann immer weiter hoch dran pro Durchgang das Sechblattl weiter hoch dran, dass du den peu à peu hinarbeitest an den Dicken, die was brauchst. Genau, also wenn ich jetzt da herfahre, dann ist das im Prinzip schon
perfekt, ja, weil so geht es nicht an am Sechblatt. Jetzt bin ich aber dran. Hört man es? Hört man es? Ja, dann geht es ganz leicht geht es an. Ja, schon ein bisschen stärker. Das klang schon. Dass die Ecken, weil die Ecken haben ja mehrere wie das, also die Diagonale ist mehr wie die Dicke von dem Hützl eigentlich. Das heißt, dass die Ecken langsam oberfräst. So. Und dann drehen wir beim nächsten Durchgang wieder ein bisschen das Sechblattl wieder weiter hoch, geht's bloß um einen Millimeter oder zwei. Und so nähert man sich langsam auf und dann wird das langsam rund. So die Theorie. So. Jetzt probiere ich das einmal, dass wir da den ersten Durchgang, zweiten, dritten, vierten, fünften Durchgang, bis dass wir da was Rundes haben. Das probiere ich jetzt einmal. Druckt es mir da mal, ob das hinhaut. Also wenn man sich so schaut, ist perfekt rund. Es ist sehr grob, das muss man ganz klar sagen. Es ist sehr, sehr grob. Es schaut bald so aus, wie dass da das weiche Holz die weichen Jahresringe rausgerissen hat und die harten Hand stehen geblieben. So schaut es bald aus. Das ist ein 3. Ja, 3. Ja. Ziemlich genau 3. Also 30 mm. Schauen wir mal das an. Doch sau cool, oder? Funktioniert. Also im Prinzip kann ich es jetzt einmal da drauf laden. Dann gehe ich her und gebe da wieder Speed drauf und dann mit dem Schleifpapier da drüber. Dann schauen wir mal, wie glatt dass wir das bringen. Aber das ist schon perfekt. Jetzt wenn ich mal vorne schaue. Ja, 3. Ganz genau 3. Hinten. Ganz genau 3. Also das heißt, echt vorne und hinten gleich. Das ist echt zentrisch. Das ist perfekt. Also saugeil. Das hätte ich nicht geglaubt, du spinnst du halt. Das hätte ich nicht geglaubt. Das läuft echt top. Top. Das läuft top und ist auch brutal fest. Das haut es nicht weg. Klar sollte man vielleicht einmal zwischendurch schauen, ob das alles noch fest ist. Aber wo soll es denn hin? Wow! Also ich schleife jetzt mit Schleifpapier und schauen wir mal, wie glatt ich das bringe. Tolle! Erster Erfolg! Sauber! Top! Jawohl! Weiter geht's! Jawohl! So, schauen wir mal. Das ist perfekt. Ich möchte sagen, das ist echt perfekt. Ein paar Reißer haben drin. Weil das ist Holz da nicht. Und der, der halt Holzverwirbelungen hat. Aber das ist perfekt. So, jetzt machen wir nochmal runter. Und dann einfach per Hand aufziehen. Zack, außer fertig. Perfekter Rundstab. Yeah.
Jawohl! Schaut es euch an, perfekte Nummer. Das ist unglaublich. Hätte ich nie geglaubt. Niemals hätte ich das geglaubt, dass das funktioniert. Wahnsinn. Okay, damit ein bisschen Handarbeit noch, dass er nur glatter wird, aber sonst perfekt. Das ist einmal eine Vorhangstange, würde ich sagen. Echt ein exklusives Holzprodukt. Ja, eigentlich ganz einfach. Ganz einfache Mechanik dahinter. Ja, oder Logik, was auch immer. Windstange, ein paar Mudern, zwei Holzstecker, fertig. Ist das Vorhangstange. Ja, muss man nicht lang umeinander durch. Klar, halt, kann man es kaufen rauf, jetzt 2x50 ist klar, aber da kriegst du halt einen Klump, was du aufregen musst. Jeder doch, wenn du hinschaust, dann fällt es gleich runter. Obwohl du noch nicht hingekommen bist, die halt jetzt. Ja. 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 Ein 30er Rundstange, die halt her. Ja. Einfache Vorrichtung, wird eingeklemmt in Fensterstock, Vorhang aufgefädelt, fertig. So, ich glaube, das ist wieder ein super Projekt gewesen. Wenn man viel lernen hat können, wenn man einen Rundstab macht, wenn man bloß einen Tischkreis sich hat, dass man nicht unbedingt eine Drechselbank braucht, weil wenn man bloß ein paar Rundstäbler machen muss, dann braucht man nicht unbedingt eine Drechselbank, Kaffee oder was weiß ich, das kann man mit der Tischkreis sich machen, ganz einfach. Also wie gesagt, sie haben jetzt wirklich ultra glatt, nicht? Ich habe es nachgeschliffen mit einem 220er Papier dann. Ob es mit einer Drechselbank nur glatter werden und so weiter, das ist natürlich die andere Sache, aber das ist einfach ein Drechselbank kaufen, bloß für ein paar Rundstecker, das ist ein Krampf. Und Tischkreis, ich habe ja eh da. Also, ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen helfen können, weiterhelfen können, ein bisschen unterhalten können. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wenn euch meine Videos gefallen, wie alle, bewertet es positiv und abonniert meinen Kanal, das ist ganz wichtig, weil wenn das nächste Mal wieder was kommt, jetzt automatisch benachrichtigt. Ja? Und wenn nicht, no, kann man so einen Rundstecker auch nehmen. Ja, der zieht schon durch. Also, ich sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Jawohl.